Eigentlich über meine kompletten Sexerfahrungen, also da gibt es krasse Geständnisse in meinem jetzigen Buch. Hat mir kraftvoll mit einer flachen Hand auf meinen erigierten Penis geschlagen. Wir haben gevögelt, die ging auf Toilette, hat sich gewaschen und ich habe weitergematcht, weil es könnte ja eine bessere kommen. Dass ich als einer der wenigen Kandidaten von Deutschland sucht den Superstar, die in Anführungszeichen, vielleicht sagt ihr das dann schon was, im Casting rausgeflogen sind, die sich über 6, 7, 8 Jahre in den Medien halten. Ja. Story, wo ich ein Mädchen entjungfert habe und der Papa stand den halben Geschlechtsakt in der Tür. Und dann gab es auch Kommentare wie, ich wünsche, dass deine Tochter irgendwann mal an so einen Typ wie dich gerät, um es jetzt mal sachte auszudrücken. Ja? Ja. Und das Ganze dann eher so in das kinderpädophile Thema zu schieben, ja, da platzt selbst mir die Hutschnur. Und leider ist Deutschland einer der wenigen Länder, wo die Sexsucht nicht anerkannt ist als Krankheit. Dass es gar nicht so ist, dass ich da bei der Bild-Zeitung anrufe und sage, hey, ich hab da was, sondern die kommen ja Tatsache von sich aus auf mich zu. Ach, der hat aber gute Laune hier. Die liebe Promi-Flash hat ja die, ich muss da wirklich lachen, weil das so eine Idioten sind. Ne? Ja. Ich habe keinen mehr hochbekommen. Ja. Ich habe mich selbst vor mir geekelt. Ich stand selbst neben mir. Ja. Vor 5 Jahren hätte ich noch wegen anderen Dingen gesagt, gefährlich mit dem Rock. Jetzt ist es Tatsache nur, dass die arme Frau nicht hinfällt. Wirklich den Drang hat, jeden Tag Sex haben zu müssen, weil einem sonst etwas fehlt, dann ist das nicht mehr gesund. Patrick? Ja? Ich habe dir übrigens ein wunderschönes Liedchen vorbereitet. Du hast mir ein Liedchen vorbereitet? Oh Gott. Also sogar auf Pfälzisch. Herzlich willkommen zu WebVelo, der klimaneutralsten Talkshow der Welt. Heute zu Gast der Autor, Musiker und Leberwurst-Experte Janek Rubeck. Und hier ist der Sympathie-Coach von Alice Schwarzer, Patrick Hesse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge WebVelo, der klimaneutralsten Talkshow der Welt. Wir sind heute im schönen Berlin wieder unterwegs, bei, ja, doch schönem Wetter eigentlich. Und ich habe hier jemand neben mir sitzen, der kommt eigentlich aus einer ganz anderen Region in Deutschland, aber ist jetzt, glaube ich, neuer Wahlberliner. Neben mir sitzt Janek Rubeck. Janek, ich grüße dich erstmal. Hi, Patrick. Das ist ja schon mal, es ist schön, dass du es zu uns geschafft hast. Auf jeden Fall. Der ein oder andere wird dich wahrscheinlich kennen. Und ich hab dich vor kurzem irgendwie kennengelernt im Netz und bin über dich gestolpert und dachte mir, Mensch, ist doch mal eigentlich auch ganz interessant. Und zwar, du hast nämlich auch ein Buch geschrieben, was, glaube ich, schon mal für viel Gesprächsstoff sorgen wird. Wir werden gleich drüber genau wahrscheinlich reden können. Aber du bist ja eine Person des öffentlichen Lebens geworden. Und, kann man so sagen. Kann man so sagen. Und ich glaube, du willst es auch unbedingt sein. Ne? Da ist so ein richtiger Drang dahinter und das ist auch gut so. Du kommst aus der Pfalz. Woher kommst du denn ganz genau? Aus der wunderschönen Pfalz. Ich komme aus Bad Dürkheim, kennt man eigentlich, weil wir das größte Weinfest der Welt haben. Das größte Weinfest der Welt? Den Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Da lachst du. Nein, es ist wirklich, wirklich herrlich, der Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Ja. Vor allen Dingen gibt es da ganz viel leckeren, guten Wein und schöne Frauen. Beides, oder? In Kombination. Wahrscheinlich mit dem Wein wird es dann noch schöner. Aber es ist einfach herrlich. Warst du schon mal in der Pfalz? Ich war schon mal in der Pfalz und ich kenne tatsächlich auch als Musiker letztendlich Weinfeste zu gut. Also, man kann ja sagen, Weinfeste ist eigentlich ein Kulturereignis in solchen Regionen, oder? Weil man feiert, man trinkt und irgendwann trinkt man einen über den Durst und dann wird es richtig lustig und du bist ja auch Musiker. Ne? Also muss man genau. Ja, bist Musiker und hast du dann wahrscheinlich auch viel auf Weinfesten gespielt, oder? Ja, sehr, sehr viel. Also ich erinnere mich noch, ich habe mit meinem Papa damals Pfälzer Mundart gemacht. Ja. Da waren wir bei knapp 200 Auftritten im Jahr und das schon mit 10, 11. Ja. Haben wir da wunderschöne Pfälzer Mundart gemacht, ja. Lass uns da mal einsteigen. Du bist 1996er Baujahr. Bist genau. Also jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, 25. 25, genau. Wirst im November 26. Du hast mit wie vielen Jahren Musik angefangen? Boah, bestimmt mit 7. Mit 7? 6 oder 7 fing ich an. Dann auch
gut beherrschend Gitarre zu spielen. Ja. Und somit fing es dann natürlich auch an mit den ersten Auftritten. Ja. Ja. Und durch deinen Vater, ne? Dein Vater ist auch Musiker? Mein Papa ist auch Musiker, dein Vater, genau. Dein Papa ist auch Musiker. Was spielt der für ein Instrument? Mein Papa spielt gar kein Instrument, ein bisschen Gitarre, so um Lieder zu komponieren. Ja. Aber er ist eher, er hat ein eigenes Genre erfunden, Garagenschlager, so ein Mix aus Garagenschlager und Schlager. Das ist ja geil. Klingt ganz fetzig. Genau, aber ich bin eher so in diesem Partyschlager-Metier oder Mundart-Metier aufgehoben. Okay, Mundart. Jetzt musst du mal für alle, die es jetzt nicht wissen und für mich, was ist wirklich eine Mundart? Was kann man sich darunter wirklich vorstellen? Es fängt schon immer damit an, dass die Berliner immer sagen, du hast einen Akzent. Also einen Akzent kann man nur haben, wenn man aus einem anderen Land kommt. Ja. Haben einen Dialekt. Ja. Umfällter Mundart. Man kennt es vielleicht noch von Helmut Kohl, der ein oder andere. Ja, das ist natürlich die Pfälzer Mundart. Und die ist wie so ein kleiner Dopsball, musst du dir den vorstellen. Ja? Wenn der einmal in Wallung kommt, dann klingt das einfach schön rund und dopsig, also perfekt. Okay, und dann wird sozusagen Pfälzer Songs auf Pfälzisch gesungen. Ja, nicht nur auf Pfälzisch, natürlich auch auf Hochdeutsch, ja, aber auf Pfälzisch klingt das Ganze. Man hört es, jetzt verfalle ich schon wieder so ein bisschen ins Pfälzische rein. Ja. Es ist einfach ein schöner Dialekt und ich finde, die Jugend, die sollte, oder auch die neue Generation, ich habe ja selbst eine Tochter, ja. Die lernt natürlich auch Pfälzisch, auch wenn sie in Berlin wohnt. Ja. Okay, und jetzt letztendlich mit 7 angefangen Musik zu machen. Wer kam auf die glorreiche Idee, dass du dich bei einer Musik Sendung im deutschen Fernsehen, im deutschen Privatfernsehen bewirbst? Bist du das selbst gewesen, der gesagt hat, hey, ich möchte das jetzt unbedingt machen? 2016 war das? Nicht ganz. Also es gab da andere Vereinbarungen, die man natürlich, oder vielleicht werde ich die irgendwann mal offenlegen. Aber es kam auf alle Fälle eine Anfrage, soweit kann ich das schon mal sagen. Genau. Sind die Verträge noch gültig oder sind die jetzt schon, die sind doch schon abgelaufen, oder? Nee, ja, noch sind sie gültig, aber... Wie lange geht so ein Schweigevertrag? Da geht ein paar Jahre. Kannst ja nicken, 10 Jahre? Ein bisschen weniger. Echt? Ja, so lange geht ein Schweigegelübde für diesen kleinen Sender, der mit R anfängt und mit L aufhört. Genau, okay. Und mit dem T in der Mitte. Ne? Ja, aber gut, jetzt ruft da Herr RTL an bei dir. Du brauchst ja nicht antworten, du kannst ja so nicken oder so aus Versehen so irgendwie was aus dem Gesicht. Mich interessiert das halt wirklich sehr, weil ich glaube, das interessiert uns alle. Jetzt, sag mal ganz ehrlich, hast du die Idee mit den Leberwurstbroten gehabt? Du kannst jetzt einfach mal eine Fliege jagen, wenn das so ist. Ach Gott, bist du so herrlich. Ach, guck mal, da im Park, ja. Aber was denkt man sich in so einem Moment, wenn man weiß, okay, jetzt passiert hier gleich was, was eventuell gar nicht auf meinem Mist gewachsen ist? Und, also ich sag mal so, ja. Ich bin, wie gesagt, da kommen wir später auch nochmal dazu, ich bin seitdem ich 7 bin im Fernsehen. Ja. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja? Also ich hatte die Anfrage von der Produktionsfirma gehabt, ich wusste, auf was ich mich einlasse. Okay. Und somit war das vollkommen in Ordnung für mich. Also ich würde es auch immer wieder machen. Also jetzt vielleicht nicht. Und das auch nochmal mit der Anmoderation. Also ich bin sehr erfolgreich, ich hab eine sehr erfolgreiche Management- und PR-Agentur. Ja. Also es ist gar nicht so, dass ich mich in den Vordergrund dränge, wie jetzt die neuesten Schlagzeilen, die ich habe. Heute dürfte auch nochmal eine ganz große in der Bild-Zeitung heute Abend veröffentlicht werden. Dass es gar nicht so ist, dass ich da bei der Bild-Zeitung anrufe und sage, hey, ich hab da was, sondern die kommen ja Tatsache von sich aus auf mich zu. Ach, der hat aber gute Laune hier. Hier, Berlin, ne? Die kommen von sich aus auf mich zu. Und wie das als Person des öffentlichen Lebens, also ich dränge mich gar nicht in den Vordergrund. Das ist auch für mich vollkommen in Ordnung, in meinem Büro zu sitzen und das Ganze zu machen. Aber es hat ja eins zumindest gezeigt über die Jahre, dass ich als einer der wenigen Kandidaten von Deutschland sucht den Superstar, die in Anführungszeichen, vielleicht sagt ihr das dann schon was, im Casting rausgeflogen sind, die sich über 6, 7, 8 Jahre in den Medien halten. Ja. Also da gibt es Tatsache ja gar nicht so viele. Ja. Ja. Es gibt Menderes und der Rest
Ja, ist wenig eher. Ich möchte mich jetzt nicht als Kenner outen, aber Menderes ist, glaube ich, war ja sogar schon auch in den Themensendungen sogar mit dabei teilweise dann, ne, später. Ja, haben sie ihn reingelassen. Menderes, der macht es seit der ersten Staffel. Man darf ja eins nicht vergessen, wenn es rein nur um das Format Deutschland sucht den Superstar geht, dann hatte ich diese Plattform nur einmal für 5 Minuten. Ja. Und ich habe, nicht weil ich das wollte, aber das Beste daraus gemacht. Ja. Ja, also im Endeffekt bin ich doch interessant genug, dass, hast du ja jetzt bei den Schlagzeilen gesehen, die Bild-Zeitung schreibt und 50 andere schreiben da ab. Ne? Ja. Kommen mega viele Anfragen, was mich auch stolz macht. Ja? Aber mit den Schlagzeilen jetzt, mir war das auch wichtig, da mal ein bisschen mit meiner Vergangenheit aufzuräumen. Ja. Kommen wir gleich zu. Ich weiß, du darfst jetzt nicht drüber reden, aber wenn ich einmal jemand hier mal neben mir sitzen habe, wenn es ja nicht gerade der Bundeskanzler ist oder so, dann kann man ja auch mal über... Sportlich. Ja, oder? Auf jeden Fall. Aber gefährlich mit dem Rock. Das ist halt gefährlich, ja, wenn der in die Speichen reingeht. Hätte ich Angst, mit so einem Rock hier drauf zu sitzen. Ja. Aber, vor 5 Jahren hätte ich noch wegen anderen Dingen gesagt, gefährlich mit dem Rock. Jetzt ist es Tatsache nur, dass die arme Frau nicht hinfällt. Lass uns doch mal ganz kurz wieder zur Musik gehen. Du hast ja das letztendlich, wie schon gesagt, durch ein Casting-Video, was halt vor der Jury schon stattgefunden hat. Man muss ja auch wissen, es gibt ja auch Pre-Castings und Ähnliches. Also gab es bei mir nicht. Gab es bei dir nicht? Die haben dich direkt sozusagen, komm mal vorbei. Ich bin direkt vor die Jury gegangen. Direkt vor die Jury, okay. Aber sonst, normalerweise gibt es ja diese Pre-Casting-Geschichten noch, wo dann halt noch ausgesiebt wird. Und dann kommt man irgendwann vor diese Jury. Das kann ich Tatsache gar nicht sagen. Also ich habe weder mit Kandidaten was zu tun, weiß, wie es bei mir war. Kann ich jetzt aus Erfahrung da vielleicht mal sagen, nehme ich auf meine Kappe. Aber jetzt ist es halt wirklich so, dieser Ausraster, den du da hattest, dadurch bist du ja berühmt geworden. Ne? War der denn echt oder war der gespielt? Darfst du darüber sprechen oder müssen wir da jetzt auch wieder 3-4 Jahre warten, bis du mir das erzählen darfst? Oder müssen die Kameras aus sein? Also die erste Frage ist natürlich, war das ein Ausraster? Ne? Es gibt ja gute Leute im Schnitt von RTL, aber wenn du dir die Sendung noch mal ganz genau anschaust, dann lässt meine Mimik und Gestik, kurz nachdem ich das Studio verlassen habe, da eigentlich darauf schließen, wie es war. Okay, alles klar. Dann gucken wir uns das auf jeden Fall auch nochmal genauer an. Ich möchte ja gar nicht, also aber auf jeden Fall war es das... Es war ein ganz kleiner Schmunzler danach. Ja, also, ja. Aber ich bin ja mit allen cool. Also ich bin auch mit der Produktionsfirma cool. Und deswegen... Ja, super. Wir biegen mal hier richtig schön ab. Aber das letztendlich war das ja dein mediales, also wirklich dein medialer großer Auftritt, der dafür ja gesorgt hat, dass du dann daraus auch wirklich was gemacht hast. Muss man ja auch sagen. Es ja dann gehört ja auch was dazu, dass man halt aus solchen Geschichten dann auch weiter was macht. Und du hast dich jetzt letztendlich dafür entschieden, auch Person des öffentlichen Lebens werden zu wollen. Muss man ja auch wollen. Also die Presse ist ja nicht unbedingt nur dein Freund. Das kann ja auch mal richtig in die Hose gehen und richtig gemein und richtig eklig werden. Auf jeden Fall. Also ich hatte auch eklige Schlagzeilen. Ne? Ja. die sind nicht immer schön, aber bei mir geht es da weniger ums Wollen. Also ich mache halt schon so lange Fernsehen. Ich muss nicht bekannt sein. Ja. Das verwechseln viele. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, oh, ich muss in den Dschungel gehen und ich muss dahin. Ich habe das lange Zeit immer als Job gesehen. Einfach, ich muss Geld verdienen. Ja. Es ist echt schwer zu sagen. Aber ich kenne halt meine Redakteure, die über mich berichten. Ja. Und ich weiß auch ganz genau, dass die. Das dafür sorgt wahrscheinlich meine Managementfirma, dass die auch ein bisschen abhängig von mir sind. Die wollen Statements von meinen Klienten haben. Das heißt, ich habe die auch immer gut in der Hand zu sagen, ey, veröffentlich das mal bitte so nicht. Ja. Ja? Wenn dann natürlich andere Medien darüber abschreiben und sich dann das rausziehen, was sie denken, das ist eigentlich eher die gefährliche Sache an dem Ganzen. Ja, man hat es jetzt wieder bei der Promiflash gesehen, mit dem gebe ich seit 5 Jahren kein Statement ab. Weil die einfach keine Journalisten in meinen Augen sind. Okay. Und wenn ich auf dem roten Teppich bin, dann verstecken die schon immer schön ihr Mikrofon, weil der einen pinken Popschutz hat. Ja. Und wenn ich dann frage, von wem seid ihr, und die heben das Mikrofon vor, ich gehe einfach weiter. Ja. Das hat es ja jetzt wieder gezeigt. Ne? Die ziehen sich eigentlich den Popel so raus, wie sie wollen. Ja. Wie geht man denn damit, jetzt mal ganz ernsthaft, wie geht man denn privat damit um? Weil letztendlich hat man natürlich einen gewissen Schutzpanzer. Klar, man ist ja auch in der Öffentlichkeit dann eine Art Kunstfigur. Aber letztendlich ist man ja privat auch verletzlich. Also man hat ja auch Gefühle. Und wenn man dann meinetwegen mal Schlagzeilen liest,
die man eventuell halt nicht lesen will und die dann halt andere lesen und dann die vielleicht auch schreiben oder anrufen, du sag mal, ist das wahr? Oder wie geht, ja, man denn da, wie geht man denn da wirklich privat mit um? Also wie weit kommt es an dich wirklich ran? Also das Ganze, was mit mir zu tun hat, das ist gar nicht das Thema. Also mir kann man alles ins Gesicht sagen, ja. Okay. Es zeigt ja auch immer, dass die Erfahrung wirst du wahrscheinlich auch schon mal gemacht haben, wenn Leute irgendwas uncool finden, was du machst, dann schaust du auf die Profile, dann sind irgendwelche Fake-Profile, die eigentlich so das größte Mundwerk haben. Ja. Wenn es aber an meine Tochter geht, ja, wie die Promiflash, ne, die dann einfach, natürlich, ich veröffentliche keine Bilder von meinem Kind. Es gibt zwei Bilder, da ist ein Smiley über dem Gesicht. Ich möchte nicht, dass meine Tochter in der Öffentlichkeit steht oder irgendwie erkannt wird. Und die Promiflash ist halt so dreist und zieht sich diese Bilder raus und veröffentlicht die. Und dann gab es auch Kommentare wie, ich wünsche, dass deine Tochter irgendwann mal an so einen Typ wie dich gerät. Um es jetzt mal sachte auszudrücken, ja? Yeah. Und das Ganze dann eher so in das kinderpädophile Thema zu schieben, ja, da platzt selbst mir die Hutschnur. Yeah. Also irgendwann ist dann auch Schluss. Alles, was mich betrifft, ist mir so relativ Jacke wie Hose. Yeah. Es ist halt ein Unterschied. Du hattest hier schon wirklich viele und einige Prominente. Viele hatten das Glück, dass sie immer in den Schlagzeilen stattfinden, aber die wenigsten haben, egal welche Schlagzeile es ist, dann immer Riesenschlagzeilen. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das Glück oder Pech nennen soll, aber bei mir ist es ja Tatsache so, dass es bei mir, ich weiß auch nicht warum, ich selbst sehe mich nicht als prominent an, ich sehe mich als ganz normalen Typ, warum die aber das ganze Thema mit mir immer so extrem aufbauschen. Für mich unbegreiflich. Also ich weiß nicht, ob das was Außergewöhnliches ist, was ich mache, ja, aber die bauschen es ja wirklich extrem auf, ja, was mit mir zu tun hat. Dein neuestes Projekt, ein Buch. Du bist unter die Autoren. Mein zweites Buch. Mein zweites Buch. Okay. Letztes Jahr kam schon mein erstes Buch raus. Es tut mir leid. Wie hieß denn dann dein erstes Buch? Mein erstes Buch hieß Von Sex getrieben zum Erfolg, verdammt, Fragezeichen. Das Fragezeichen ist Tatsache essentiell, ja, weil es sich im Buch aufklärt, was überhaupt Erfolg ist, ja, und ob ich denke, guck mal, das passt. Passt, jawohl. Super. Und ob ich denke, ob ich erfolgreich bin. Ja. Und diese Frage, die habe ich eigentlich in diesem Buch gut aufgeklärt. So die letzte Verse dieses Buches ist, ob ich von Sex getrieben bin. Nein, aber ich war es viel zu lange. Ob ich zum Erfolg verdammt bin. Nein, aber ich bemühe mich auch weiterhin, ja, um künstlerischen Erfolg. Aber alles, was mich zu dem gemacht hat, was ich bin, ist die Geburt meiner geliebten Tochter Nia. Okay. Also so endet eigentlich dieses Buch. Erfolg ist immer Ansichtssache. Ja. Ich selbst bin vielleicht beruflich ganz okay erfolgreich, also zumindest so, dass ich glücklich bin, ja, damit. Aber privat bin ich sehr, sehr erfolgreich. Ich habe, okay, eine gesunde Tochter zur Welt gebracht. Das ist super. Nein, hoffentlich nicht selbst zur Welt gebracht, aber mitgebracht. So, da kommt man, ja, durch. Passte? Ja, jawohl. Passt. Herrlich. Muss hier gerade so ein bisschen. Hier ist ja schön, wo sind wir denn hier? Wir sind jetzt hier hinten am Görli letztendlich, auf der Rückseite vom Görlitzer Park. Herrlich. In Kreuzberg. Wir fahren jetzt mal so ein bisschen. Du bist jetzt auch Wahlberliner geworden, ne? Du, ja, ja. Seit wann wohnst du und lebst du in Berlin? Oh, seit 5 Jahren schon. Also, aber eigentlich bin ich gar kein Berliner, weil ich bin Spandauer. Das habe ich schon gelernt. Hast du schon gelernt? Das, ja, habe ich schon gelernt. Okay, für alle Nicht-Berliner oder Spandau bei Berlin ist halt, es ist ein Stadtteil, Spandau, ein Bezirk, aber hat halt geschichtlichen Hintergrund. Weißt du, warum das so ist? Ja, weil ich glaube, Spandau ist so ein Tag älter als Berlin. Ja. Und eigentlich müsste es aber heißen Berlin bei Spandau, ja, weil, wie gesagt, Spandau war als erster da. Deswegen, ja, genau, ist die Aussage, gut, Spandau bei Berlin gar nicht so korrekt. Ich wohne übrigens neben Oli P. Ne? Neben Oli, nein, P. Nein, grüße seinen, mal bitte ganz lieb. Seinen Eltern. Ah, seinen Eltern, weil er, glaube ich, wohnt, glaube ich, in der, genau, anderen Ecke von Berlin. Hinten, in der Nähe vom Johannesstift. Ja. Ah, das, ja, sind wir, glaube ich, da hat seine Mutter mal gearbeitet. Der Papa war der Polizist. Genau, da sind wir mit ihm auch schön lang gefahren. Schöne Gegend da oben. Spandau, auf jeden Spandauer Fall. Forst, ne? Schön auf jeden mit, Fall. Ja, mit Wildschweinen und so. Schöne Folge, könnt ihr euch angucken. Ja, und deine erste Biografie, das war es eine Autobiografie letztendlich? Von Sex getrieben zum Genau, das war eine Biografie, die habe ich selbst geschrieben. Ja.
Hatte mir aber allerdings nochmal einen Co-Autoren dazu gerufen. Nicht, weil ich nicht in der Lage war, dieses Buch zu schreiben, sondern ich habe nochmal jemand gebraucht. Es ist sehr schwer, ehrlich über sich zu schreiben. Ist das so? Also warum? Wirklich ehrlich. Es gibt ja Schamgrenzen. Es gibt ja einfach Schamgrenzen, was man im Leben vielleicht erlebt oder gemacht hat, die eventuell nicht jeder wissen soll. Aber mir war klar, wenn ich ein Buch veröffentliche, dann komplett nackt und komplett ehrlich. Deswegen war auch mein nackter Arsch auf dem Cover. Ja? Das war mir Tatsache extrem wichtig. Ja. Und ich habe es gemacht und ich habe den Co-Autoren gebraucht, dass er noch mal drüber liest und sagt, hey, stopp, was war denn hier zwischen da und da? Ja. Das kann ja nicht sein, da hast du ein Jahr übersprungen. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, okay, entweder ganz oder gar nicht, Hosen runter, mach das. Und jetzt berichte ich eigentlich über meine kompletten Sexerfahrungen. Also da gibt es krasse Geständnisse in meinem jetzigen Buch, was ich erlebt habe. Zum Beispiel eine Story, wo ich ein Mädchen entjungfert habe und der Papa stand den halben Geschlechtsakt in der Tür und hat das Finale ganz sicher mit erlebt, wie ich seiner Tochter ungehemmt, brauchen wir jetzt gar nicht weiterzuführen. Und der Papa kam hin, das war ein Berserker vom Vater und hat mir kraftvoll mit einer flachen Hand auf meinen erigierten Penis geschlagen. Und so eine Story gibt es in meinem Buch. Also es ist zu empfehlen, Leute, ihr müsst mein Buch kaufen. Kommt am 5. 2022 raus. Überall, wo es Bücher gibt. Und so eine Geschichten und Tatsache. Ja, bloß nicht an. Noch mehr gibt es in diesem Buch zu lesen. Also es ist mega spannend. Ich habe die Hosen komplett runtergelassen. Ja. aber habe ganz klar am Ende über die Gefahren aufgewiesen, was auch eine Sexsucht mit sich bringt. Es wird immer verharmlost. Die Männer sagen immer, ich bin sexsüchtig oder war sexsüchtig. Ich habe eine Frau kennengelernt. Jetzt bin ich es nicht mehr. Das ist vollkommener Quatsch. Das ist wie wenn ein Alkoholiker sagt, ich trinke kein Bier mehr, weil ich habe einen neuen Kühlschrank. Ja? Es gibt Gefahren und leider ist Deutschland einer der wenigen Länder, wo die Sexsucht nicht anerkannt ist als Krankheit. Und dafür kämpfe ich. Und jetzt habe ich hier Sand ins Auge bekommen. Heide Witzka. Das ist ja hier... Wir waren jetzt ja überall Offroad. Sahara. Offroad ist das Offroad. Hier. Und wir werden gleich noch weiter über dieses wunderschöne Thema Sexsucht reden. Bleibt also dran. So, Patrick. Ja. Ich habe dir übrigens ein wunderschönes Liedchen vorbereitet. Du hast mir ein Liedchen vorbereitet. Oh Gott, also sogar auf Pfälzisch. Auf Pfälzisch? Auf Pfälzisch. Okay, soll ich mich jetzt einfach überraschen lassen? Einfach, einfach zurücklehnen und einfach überraschen lassen? Das singe ich dir jetzt mal vor. Ja, hast du Bock? Bist du schon nervös? Ich bin nervös. Du fährst jetzt hier gleich schon da hier um. Ja, du. Kein Problem. Einmal über den Bürgersteig. Das erste Mal, dass ich wirklich ein persönliches Ständchen kriege. Sonst wollen ja mal alle nur Platten verkaufen und irgendwelche. Was auch immer. Auf jeden Fall, das passt übrigens sehr, sehr gut hier zu diesem Format. Ja. Das heißt Damen-Fahrradsattelknecht, wenn man es jetzt auf Hochdeutsch übersetzen würde. Heißt auf Pfälzisch? Der Dame-Fahrradsattelknecht. So mancher wäre gern Millionär oder wünscht sich, er wäre beide Feuerwehr. Bum, 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 die kommt gerennt. Von Evers brennt, doch ein Onre, der mich jetzt schon länger kennt. Der Mandy Shit, was on the Dattel. Ich wär so gerne ein Dame Fahrradsattel. Setz dich auf mich und tret ganz fest. Ich wär so gerne ein Dame Fahrradsattelknecht. Bom 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 bom, man denkt sich nur, bom bom bom, a longy tour. Auf dem schlechten Feld, weh Gott, was a Tortur. Bom 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 bom, ich wär erhitzt und ganz verschwitzt. Und glücklich, wenn mein Schätzel auf mir sitzt. Ich wär jo so verständnisvoll. Als Dame Fahrradsattel wär ich toll. Setz dich auf mich und tret ganz fest. Ich wär so gern ein Dame Fahrradsattelknecht. Ah, herrlich, oder? Das passt ja hier mega gut zu. Jetzt bist du im Fernsehen. Jetzt bist du im Fernsehen, Keule.
Also, herrlich. Es ist vielen, hier vielen Wunder, Dank. Wunderschön hier. Was ja. ist denn hier los? Was jetzt? Ist denn hier das ist los? Ja, das ist ja, wie würden die Berliner sagen, Keule, ey, nimm dir eine Kackstelzen hier uns aus dem Weg hier. Was ist Jawohl. Denn das? Soll ich mal gucken, dass uns hier keiner noch über den Haufen fährt? Herrlich. Ey, toll, super, geil. Das Der ist ja, Damen-Fahrradsattelknecht. Ja, ich finde ja so, ich finde ja Dialektik in der Musik ist so geil. Ist bei der Murphy Gang, geile Gruppe auf Bayerisch, ne, ist halt. Auf jeden Fall. Ich finde, Hochdeutsch hat immer so ein bisschen was Hartes im Gesang an sich, aber da hast du halt durch Dialektik hast du halt so richtig geile Weiche. Also toll, echt super. Fels ist halt auch schön, ne? Der ist schön rund, der ist nicht ganz so mit gerolltem R. Ja. Du hast ja auch, schon einiges an Musik gemacht, ne? Wann veröffentlichst du mal wieder was? Kommt denn da was? Ich habe eine wunderschöne, nee, das kann ich jetzt nicht sagen, weil dann hassen mich wieder die ganzen Charlottenburger und die ganzen Spandauer. Komm, jetzt polarisier mal, Mama. Ich habe ein geiles Lied geschrieben für Union Berlin. Für Union Berlin? Für Union Berlin. Ja, ist doch in Ordnung. Für Union Berlin. Das ist eine Union-Hymne, ey, da schnallst du ab. Okay. Da schnallst du ab. Okay, verlinken wir. Gibt es die schon oder gibt es die nicht? Nee, die gibt es noch nicht. Ich weiß, ich weiß noch nicht, ob ich sie wirklich veröffentlichen soll. Komm, veröffentlich sie muss auch Spandau ziehen, das ist ja auch nicht. Ja, aber du bist doch in Spandau, dachte ich. Ja, aber die sind ja alle Hertha-Fans. Ach so, die sind vielleicht nimmt das Ganze ab, wenn Hertha in die zweite Liga absteigen sollte. Dann musst du nach Köpenick ziehen wahrscheinlich. Dann ja, bloß nicht. Willst du nicht nach Köpenick? Bloß nicht, nein, auf gar keinen Fall. Moment mal, du machst eine Unionshymne und willst nicht nach Köpenick ziehen? Nee, es reicht mir, wenn ich dann zu den Spielen nach Köpenick. Ja, guck mal, da unten, da dreht gerade Lutz. Das ist ein Klient von mir, Lutz Schweige. Hier, den grüßen wir jetzt mal. Lutze, wenn du das siehst, ne, hier, seh dich gerade. Okay, er tritt oder dreht? Er dreht. Ah, okay, alles klar. Er jetzt dreht. Dann super. So, wir links, fahren, rechts, geradeaus. Wir fahren jetzt mal nach rechts. Schön. Herrlich. So. Menschen lassen wir vorbei. Naja, da kommt es hinkicken, wa? So, da will noch jemand ganz schnell sein. Alles klar. Genau, das kriegen wir hin. Ah, toll. Herrlich, ne? Gesang super. So, jetzt haben wir das aber auch abgehakt. Klasse, danke dir. Jetzt kommen wir mal zum Ernsten des Ganzen. Und zwar dein neues Buch. Es dreht sich um Sexsucht, um deine Sexsucht. Ja. Wie geht man an so ein Thema ran am besten? Also ich glaube, es wird oft verharmlost, schätze ich mal, in Deutschland. Ja. Es wird letztendlich abgetan als vielleicht Pubertätsgeschichten, ne, bei Jugendlichen dann oder später dann so nach dem Motto, na ja, ist ja alles gar nicht so schlimm. Aber erzähl doch mal, was Sexsucht wirklich bedeutet. Also, was bedeutet das wirklich für einen Menschen, der offiziell als sexsüchtig oder diagnostiziert wird? Also das Ding ist, es wird in Deutschland, ist es keine Krankheit. Und das regt mich auf, dafür kämpfe ich schon in der Öffentlichkeit jetzt auch. Ich habe so viele Gespräche geführt mit dem Deutschen Roten Kreuz, mit der Suchtberatung. Ja. Keiner traut sich, dieses Thema anzunehmen. Okay. In den USA gibt es das tatsächlich. Also es gibt es auch in den Niederlanden, dass die Sexsucht eine anerkannte Krankheit ist. Ja. Sex zu haben ist schön. Ich habe auch immer noch gerne Sex, aber wenn es in eine selbstzerstörerische Handlung entgleitet, ja, dass man sich selbst verliert, dass man wirklich den Drang hat, jeden Tag Sex haben zu müssen, weil einem sonst etwas fehlt, dann ist das nicht mehr gesund. Okay. Und ich sehe die Sexsucht schlimmer als eine Zigarettensucht. Okay. Also hast du schon mal einen Zigarettenabhängigen gesehen, der irgendwie kriminell wurde, um an eine Zigarette zu kommen? Also eher selten, würde ich mal sagen. Ja. Was ist, wenn man eine stark ausgeprägte Sexsucht hat? Ja. Vergreift man sich irgendwann vielleicht an der Frau, obwohl sie das nicht will? Ja. Ich kenne führende Rechtsmediziner, die das Tatsache schon hatten, bei lebenden Menschen, die natürlich dann zur Rechtsmedizin müssen, bei Straftaten, wo auch eine Frau geschildert hat, mein Mann war sexsüchtig und er hat halt nicht die Gnade gekannt. Ich glaube jetzt nicht, dass ein sexsüchtiger Vergewaltiger automatisch ist, der jetzt auf der Straße eine Frau sucht. Ja. Aber ich glaube schon, dass erst recht, wenn man in einer Ehe ist, dass dann die Hemmschwelle geringer ist, zu sagen, oh, komm, stell dich doch jetzt nicht so an. Ja. Ich brauche das und du tust ja nichts für mich. Und das ist eine ganz eindeutige Gefahr und ein ganz eindeutiges Zeichen, dass man dafür kämpfen muss. Bei Männern wird es halt immer gesagt, okay, das ist cool, wenn du viele Frauen hattest. Bei Frauen ist es immer noch so dieses negativ Behaftete. Aber im Endeffekt ist jede Sucht, die man haben kann, einfach total gefährlich, wenn sie anderen Menschen schadet. Und es schadet zumindest dahingehend, und das habe ich selbst erlebt, und da nehme ich mich auch nicht aus,
dass ich Mädchen auf Tinder gedatet habe, die ganz klar kommuniziert haben, sie suchen etwas Festes. Dann habe ich die mit meinem Charme trotzdem nach einer halben Stunde oder nach einem Abend ins Bett gequatscht. Und im Endeffekt ging es dann so aus, dass ich mich danach nicht mehr gemeldet habe. Ja. Und dieses Mädchen vielleicht gesagt hat, oh, der ist süß und der will mich auch und so. Und im Endeffekt habe ich mit deren Gefühle gespielt. Und das ist nicht korrekt. Und jetzt fällt er schon wieder in Achtung. Vorsicht, tut dir nicht weh. Elir braucht seinen Auftritt, ihm geht's gut. Wie spürt man oder wann ist der Moment, wo man merkt, okay, jetzt ist es eine Sucht, jetzt habe ich das nicht mehr unter Kontrolle? Da. Ja? Das ist immer noch, es kommt manchmal immer noch raus, sage ich dir. Das Wichtige, also, aber es gibt auch keine Anlaufstellen. Ja. Wenn ich nicht diese öffentlich wirksamen Schlagzeilen hätte, dass es Menschen gibt, die mich dazu ermutigen, dass es der richtige Schritt war, mit einer Sexsucht und mit den Gefahren an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Es gab bisher einen prominenten Sexsüchtigen, der hat es aber begründet, ich habe jetzt meine Traumfrau gefunden. Das ist wie wenn ein Alkoholkranker sagt, ich trinke kein Bier mehr, ich habe einen neuen Kühlschrank. Okay. Und im Endeffekt, auch ich hatte nirgendwo eine Anlaufstelle, wo ich mir hätte Hilfe holen können. Und das finde ich schlimm. Das fördert so viel Unheil und so viel Herzschmerz auf dieser Welt. Und dafür muss ich einfach kämpfen. Ich muss dafür kämpfen, dass es das in Zukunft so ausgeprägt nicht mehr gibt. Ja. Und das funktioniert meines Erachtens einfach nur, wenn man zum Arzt gehen kann, zum Psychologen gehen kann und der das dir diagnostiziert, okay, du hast ein gestörtes Sexualverhalten. Ja. Auf hart Deutsch gesagt, da nehme ich mich ja nicht aus, ist es ein gestörtes Sexualverhalten, weil es nicht der Norm entspricht, so Unmengen Sex zu haben. Ja. Oder Sex haben zu müssen. Und da was auch noch spannend ist, da habe ich mich mit vielen Psychologen darüber unterhalten, süchtig ist man nicht nur dann, wenn man es permanent auslebt, sondern wenn der Drang im Kopf ist. Ja? Ja. Es gibt vielleicht Männer, die können halt nicht jeden Tag mit zwei Frauen schlafen, weil sie vielleicht kein Tinder haben oder einfach auf dem Dorf leben. Ja. Aber solange die den Drang haben, ich muss jetzt schlafen mit einer Frau, weil sonst geht es mir schlecht, ist das eine Sexsucht. Ja. Und die gehört einfach therapiert oder behandelt. Okay. Und aber warst du denn bei einem Therapeuten letztendlich? Ja. Okay. Und wie geht man da ran? Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf? Es war jetzt erst, weil Tatsache erst. Deswegen heißt mein Buch auch Von der Sexsucht in die Impotenz. Ja. Mein Weg aus der Sucht. Viele schmunzeln darüber immer, ah, impotent. Eine Impotenz kann im Kopf entstehen. Und es gab einfach Sexualpartnerinnen, die letzten so, bevor ich das Ganze aktiv angenommen habe, ich habe keinen mehr hochbekommen. Ja. Ich habe mich selbst vor mir geekelt, ich stand selbst neben mir. Ja. Also es war so, dass ich wollte mit dieser Frau schlafen, aber es ging nicht. Okay. Weil man, stell dir vor, du machst eine Kamera an und schaust dir danach selbst beim Sex zu. So habe ich mir vorgekommen. Oder bin ich mir vorgekommen, als ob ich mir selbst auf die Schulter schlage und sage, ey, mach das nicht, mach das nicht. Apropos, ich habe gelesen, du bist dann auch in die Pornoindustrie gegangen, Tatsache. Genau, lange, lange davor. Ja. Das hat das Ganze natürlich auch nochmal befeuert, mit dem Hobby Geld zu verdienen, auf Deutsch gesagt. Aber es war eigentlich schon lange kein Hobby mehr. Es war, guck mal, ich habe 200 Konzerte im Jahr gespielt, ich habe mich gezielt dagegen entschieden, irgendwie ein Malle-Künstler zu sein. Ich habe eher das andere Metier genommen. Ich bin in ganz Europa auf Malle-Partys aufgetreten, die einfach gar nicht das Geld hatten, irgendwie 5 Künstler zu buchen, weil ja jeder nur 30 Minuten, 35 Minuten auftritt. Ja. Und habe dann da 4 Stunden Live-Programm gegeben. Ja? Ja. Bin da wirklich viel rum, teilweise 3 Auftritte am Tag. Und ich sag dir eins, ich wollte nie alleine im Hotel sein. Aber wenn eine Frau schon freiwillig mit ins Hotel geht, dann kannst du dir ja auch vorstellen, was sie will. So war mein Denken. Ja. Jetzt will sie das auch, sonst wäre sie nicht mit mir gekommen. Und dann war ich immer so im Druck, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt nicht einfach einschlafen. Hm. Die erwartet das jetzt von mir. Ja. Und also habe ich mich eigentlich ja fast schon selbst missbraucht. Also ich habe selbst meinen Körper dafür missbraucht, meinen Kopf und meinen Geist zu befriedigen. Ja. Bei wem bist du denn letztendlich damit als erstes
sag ich mal, ehrlich gewesen? Also hast du es deinen Eltern irgendwann erzählt oder wie geht man damit um? Es ist ja letztendlich auch nicht so ein Thema, was man jetzt mal eben am Esstisch abends irgendwie bespricht oder ähnliches. Wie geht man denn damit dann um? Wem erzählt man das denn als erstes? Ich muss sagen, ich habe das Ganze angedeutet in meinem ersten Buch, ja, wo ich schon gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt da nicht. Ich würde selbst sagen, dass ich selbstsüchtig bin oder war. Ja. Aber im Endeffekt fing das Ganze an mit der Geburt meiner Tochter. Okay. Als dann die Trennung kam mit der Mutter meiner Tochter, das hat es mich wieder extrem. Ja. Achtung! Entschuldigung! Mutter dann, mit Kind, Dankeschön. Dann hat es mich wieder extrem zurückgeworfen. Ja. Und das war eigentlich schlimm. Also es war wirklich schlimm. Ich hätte mir gewünscht, dass das nicht passiert wäre. Ja. Und im Endeffekt kam jetzt auch so natürlich mit meinem besten Freund darüber geredet und bin dann wirklich mal zu einem Psychologen gegangen, den ich privat kenne. Ja. Und Fakt ist, und das regt mich auf, ich muss diesen Psychologen selbst bezahlen, weil es keine anerkannte Krankheit ist. Okay. Und im Endeffekt fördert man ja damit, dass man das vollkommen akzeptiert und duldet, dass es sowas gibt. Du meinst damit, dass man letztendlich gar nicht groß bereit ist, dann auch noch selber zu bezahlen, dass man diese Therapie macht, weil man sich denkt, naja gut, nee, ich möchte, wenn dann, dass es bezahlt wird und dann eher noch die Hemmschwelle dadurch da ist, es, oder? Es kann vielleicht einfach nicht jeder bezahlen. Also ich kann es bezahlen, ja, deswegen habe ich es auch gemacht und deswegen war es mir auch wichtig, ein Buch zu schreiben. Ja. Ja? Einfach ein Buch zu schreiben, Menschen davor zu warnen. Und ich glaube, das war die beste Entscheidung. Es wird sich auch zeigen, wie dieses Buch verkauft wird. Ach, das wird dann das Nachfolgeformat, oder? Absolut, VIP-Boot. Nach Loveboat, VIP-Boot. Ja. Ja. Dann fahren wir unten am Strand, wo Love Island aufgenommen wird, oder? Ja, das ist hier um die Ecke in Berlin. Ja, genau, in Berlin. Love Island wird hier in Berlin an der Spree aufgezeichnet. Hier unten, oder? Hier. Wir dürfen eigentlich nicht drüber reden, aber jetzt haben wir es gesagt. Ja. Mist. Es ist schon... Ja, aber hättest du das bezahlt? Also guck mal, wenn du kein Geld hast, du merkst, okay, ich habe eine Sucht und ich tue Menschen psychische Gewalt an, indem ich eigentlich auch ihren Körper... Es war ja immer im Einvernehmen, also so kann man das jetzt nicht hinstellen. Aber im Endeffekt hätte man dann zumindest die Eier haben müssen, zu sagen, okay, du suchst was Festes, dann fällst du raus. Ja. Moralisch gesehen wäre das richtig gewesen. Menschlich gesehen kennst du ja selbst die Realität, auch von Nicht-Sexsüchtigen, dass sie auch in eine Disco gehen und vögeln Mädchen, auch wenn die eigentlich was Festes suchen. Ja? Aber okay, das wollte ich nicht mehr. Ja. Und ich kämpfe dafür. Das muss als anerkannte Krankheit von einem Psychologen zu diagnostizieren sein und dann kann man da nächste Schritte gehen. Wie gesagt, ich habe beim Deutschen Roten Kreuz, beim Herr Reuter, das ist der oberste General von denen, ich habe mit ihm telefoniert und er sagt, ich kann dir nicht helfen, interessiert mich nicht, das interessiert mich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja wunderbar, aber Sie haben doch eine Suchtberatung. Ja. Und dann sagt er, ja, dann sollen die Leute, die eine Sexsucht haben, sich zu einer Beratungsstelle wenden. Und dann habe ich gesagt, dann nenn mir doch eine. Ja. Nenn mir eine Beratungsstelle. Er konnte mir keine nennen, weil es keine Beratungsstellen gibt. Es gibt zwei Selbsthilfegruppen, eine in Erfurt und oder da irgendwo Erfurt rum und eine in Braunschweig. Und das sind Online-Selbsthilfegruppen, wo irgendwie Leute über ihre Erfahrungen berichten. Okay. Ist halt nichts, ist halt nicht dasselbe wie mit einem Psychologen darüber zu berichten. Ja? Und wenn man eine Therapie auf Selbstkosten, wie du sie jetzt dann machst, schätze ich mal, wie sieht denn so eine Therapie aus? Also, hier. Viele, viele, viele Gespräche. Wirklich ganz, ganz viele Gespräche. Gespräche, Selbstreflexion. Ja. Aber im Endeffekt ist es, ich weiß nicht, ob man es besser behandeln kann, aber zumindest, weil es keine Krankheit offiziell ist, funktioniert ja nur ganz viel durch Selbsteinsicht. Okay. Aber die hat ja nicht jeder. Nicht jeder Süchtige sieht es ein, süchtig zu sein. Ja. Hallo. Schönen guten Tag. Ja, ich merke schon. Du bist ja auch ein sehr, sehr offener und zugänglicher Mensch. Ne? Ja. Also, kommen wir da jetzt durch? Das weiß ich noch nicht. Wir werden mal. Die bauen ja hier immer neue. Parkcenter, ne? Da fahren wir hier mal so ein bisschen. Vielleicht auch nicht. Nee. Gucken wir mal. Ja, da kommen wir doch
Logger, da fahren wir da gerade drin, die haben vielleicht einen frischen Kaffee. Das wäre auch mal eine schöne Sache. Ja, wa? So, jetzt fahren wir hier mal einfach um den Pudding. Aber jetzt, benutzt du denn noch Apps wie Tinder und Co. oder du bist jetzt in einer festen Beziehung, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, mit Tochter? Ich bin in keiner festen Beziehung. Das habe ich ja gesagt, dass mich diese Trennung extrem zurückgeworfen hat. Ja. Extrem zurückgeworfen hat. Und ich sage dir eins, ich habe Tatsache seit gestern Abend wieder Tinder, weil es mir einfach ein bisschen zu viel ging. Also jetzt auch wieder diese extreme Öffentlichkeit, die ich hatte. Und du hast es ja, wir haben uns über Social Media kennengelernt, du hast es ja dann auch ein bisschen verfolgt und es waren ja keine kleinen Schlagzeilen. Es stand ja überall. Ja. Ich hatte ja eine Doppelseite in der Bild-Bundesausgabe. Eine Doppelseite. Ja, die Bild, die wird 35 Millionen Mal am Tag gelesen. Mhm. Es war mir einfach viel zu viel und ich wollte wieder nicht alleine sein. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Ja. Und wenn ich ein Interview gebe, dann immer nur vollkommen ehrlich. Ja. Und deswegen fällt es mir schwer zu sagen, hey, ich habe selbst versagt. Ja. Ich habe mir gestern wieder Tinder gedownloadet. Aber es ist die einzige richtige Entscheidung, das zu machen. Also warum soll ich dich anlügen, soll den Moralapostel spielen, aber habe selbst den Kampf verloren. Also noch habe ich ihn ja nicht verloren. Ne? Ja. Und ich habe auch gemerkt, bei jedem Swipe ein Match. Und ich habe wieder gemerkt, es tut mir nicht gut. Okay. Ja, aber warum löscht du sie denn nicht wieder? Das ist, ja. Ist das eine Sucht? Ist das die Sucht, ja? Es ist eine Sucht. Und ich halte Tinder und die Dating-Apps extrem oder für extrem gefährlich, weil, guck mal, du matchst und dann lädst du ein Mädchen ein und die ist eigentlich total toll. Ja. Und im nächsten Schritt, so ging es mir, wir haben gevögelt, die ging auf Toilette, hat sich gewaschen und ich habe weiter gematcht, weil es könnte ja eine bessere kommen. Okay. Und das ist ein verzerrtes Bild. Ja. Das ist einfach ein verzerrtes Bild. Vielleicht war sie nicht perfekt, aber wer gibt die Garantie, dass es eine bessere gibt? Ja. Ja? Und im Endeffekt, es ist wie eine Sucht. Man denkt, okay, vielleicht ist der nächste Swipe deine Traumfrau. Ja. Und damit spielt ja auch oder spielen ja auch diese Apps. Die spielen ja ganz klar mit diesem Image, swipe dich in dein Glück. Ja. So, und das ist, ich sehe das, seh das komplett anders. Und sie machen dich ja abhängig, ja? Sie machen die Männer abhängig, okay, du darfst nur 10-mal swipen, sonst musst du dir Gold holen oder Platin holen oder eine Premium-Mitgliedschaft holen. Okay. Und dann investierst du die 60 Euro im Monat und dann sagst du, oh, 60 Euro im Monat, das ist ja so viel. Ah ja, komm, dann, ja, jetzt kann ich dir jetzt nicht löschen. Ich habe ja jetzt schon für ein halbes Jahr bezahlt. Ja. Und das ist einfach gefährlich. Das ist ein ganz, ganz großer Irrsinn. Ja. Ja. Und wie wäre es einfach mal mit einer Art Handy-freien Zeit, dass man wirklich mal einfach sagt, hey, ich hol mir einfach nur ein Handy mit SMS, Punkt. Ich bin erreichbar, ich kann vielleicht noch Nachrichten schreiben, aber mehr jetzt nicht, um mich selber unter Kontrolle zu bringen. Kann man sowas steuern? Würdest du dir sowas zutrauen, einfach mal machen? Ich bin gar nicht so der handysüchtige Mensch, wenn mich mein Beruf nicht dahingehend eigentlich zwingen. Worauf ich hinaus will, ist halt so Tinder und Co. Funktioniert ja auf einem Mobiltelefon. Ich hatte sie ja zwei Monate gelöscht. Okay. 2 Monate? Ja, und ja, und dann denkst du, okay, die Premium-Mitgliedschaft, die geht noch für einen halben Monat und dann öffnest du ja doch mal wieder und siehst, oh, da kamen jetzt aber 2000 Likes mit dazu jetzt in 2 Monaten. Das ist natürlich eine gute Summe. Da machen wir, ach guck mal, was ein schöner Hund. Ich mag ja Hunde. Magst du auch Hunde? Hunde sind wunderbar, solange sie nicht auf einen zurennen und sich irgendwo festbeißen wollen. Hunde sind toll. Hallo Olli. Tolle Olli. Hunde sind toll. Ach so, hier. Hi Olli. Ja, hier, da ist so oder da. Es ist halt, bloß wie, hast du einen Plan, wie du diese Sucht letztendlich wirklich bewältigen kannst? Das ist immer eine blöde Frage, ich weiß. Wir haben ja alle irgendwo eine gewisse Sucht nach irgendwas, aber es kann ja dann wirklich richtig körperlich auch gefährlich werden mit der Zeit. Also ich weiß genau, wie ich die überwinden kann mit einer tollen Partnerin an meiner Seite. Ja. Ich bin ein sehr, 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 sehr treuer Mensch. Also in einer Beziehung
stellt sich mir auch nicht die Frage. Komm, wir grüßen mal die Polizei, die machen jeden Tag einen guten Job. Das machen sie übrigens, wirklich. Ne, muss man sagen, der größte Teil macht echt immer einen guten Job. Absolut. Genauso wie der Postbote. Der bringt immer schön die Kisten von dem großen Erotikanbieter. Ist anonym. Das so? Anonym. Anonym. So, kenne ich mich gar nicht mit aus. Ich kaufe ja alles noch. Es rappelt im Karton. Echt, ja, es rappelt im Karton. Ich kaufe ja immer noch analog. Ach, analog. Okay. Ja, selbstverständlich. Ja, wenn du irgendwo reingehst, kannst du es auch anfassen. Das ist auch was Schönes. Das ist nicht. Ja, hast du recht. Das wird dann das so gesagt, die Backstage-Reportage im Sexshop. Und wenn du dann, also jetzt mal wirklich Interesse halber, wenn du dann wirklich, sag ich mal, süchtig nach Sex bist, gehen dann die Schamgrenzen immer weiter nach unten, wird man dann immer experimentierfreudiger, ist das dann irgendwo, wo man dann halt wirklich abstumpft bis zum Letzten? Ja, auf jeden Fall. Aber also mein erstes Mal war grandios, war zu einem blöden Zeitpunkt mit der falschen Person jetzt nicht, wir haben keinen Kontakt mehr, hatten glaube ich nur zweimal Kontakt. Okay. Aber, fahren wir links, wa? Wir fahren links. Aber ich muss dazu sagen, es war dann immer alles, was danach kam, so, hä, soll es das jetzt gewesen sein? Ja. Das war alles, wovon alle so reden. Okay. Aber eins hat mich eigentlich immer gehalten, dass es doch immer mal relativ spannend war, weil man stumpft extrem ab. War meine Reise nach Indien. Ich habe Tantra gelernt. Also ich habe gelernt, Tantra zu massieren. Echt, ja? Okay. Das war dann für mich eigentlich die hohe Kunst der sexuellen Befriedigung. Ne? Neben den ganzen Kitty-Partys und Insomnia-Partys. Dann erklär doch mal unseren vielleicht sexuell noch nicht so aufgeklärten Publikum, was denn Tantra-Tatsache ist. Also googeln. Nein, Tantra ist eine erotische Massagekunst aus Indien. Ja. Das Ziel dabei ist nicht der Orgasmus, ja, aber trotzdem läuft es meistens darauf hinaus. Stell dir vor, du bringst dein Gegenüber zum Orgasmus, ohne etwas in ihn reinzustecken, mhm, oder ohne die Klitoris oder den Penis groß zu stimulieren. Okay. Das ist die hohe Kunst der Erotik. Ja. Und das ist eigentlich jetzt so, wenn man es schnell sagt, Tantra. Okay. Klingt aber auch irgendwo spannend. Ist ja sowas wie Kamasutra. Auf jeden, ne, Fall. Oder ist das Stellungen? Kamasutra sind Stellungen. Stellung, ne? Genau. Also man hüllt eigentlich sein Gegenüber mit dem kompletten Körper ein. Ja. Und ähnlich eigentlich vom Konzept so ein bisschen wie Bondage. Ne? Bondagen machen halt Frauen oder Männer, die eigentlich auf dieses Behütete stehen. Man Kinder bondagt man ja auch. Also ja, man puckt sie ein in ein Tuch ganz eng, dass, okay, man den Mutterleib nachahmt, imitiert. Ja. Ne? Die meisten Menschen mögen es einfach eng umarmt zu werden, ja, mit Druck. Es fühlt sich wie zu Hause an, es fühlt sich mütterlich einfach an. Und so ist es dann auch bei Bondage und so ist es auch bei Tantra. Ne? Man Bondage ist mit Seilen letztendlich. Genau, mit Seilen gebunden. Gewisse Knoten- und Fesselkunst, die letztendlich dich dann komplett abhängig macht von dem Bondager-In. Genau. Und du meinetwegen an der Decke gehangen werden kannst und. Das ist eine hohe Kunst. Wenn man sie nicht kann, sollte man sie auch nicht betreiben. Weil sie dann, glaube ich, auch gefährlich wird. Ja, du solltest es nicht am Hals machen, zumindest. Aber weißt du was, wir fahren jetzt hier mal da lang. Ein bisschen. Mein Gott, die fahren heute aber auch wirklich alle. Ja, ein bisschen komisch, ne? Nein, die haben alle heute eilig. Heute ist Samstag. Heute haben, ja, wir alle eilig. Ja. Fußball kommt. Fußball kommt heute? Spielt heute Union? Nee, Hertha spielt heute, wa? Hertha. Das hätte mir jetzt gerade noch gefehlt, dass der jetzt da ins Auto reingefahren wäre. Ja, das ist in Berlin. Ich darf hier gerne. So, Kennzeichen haben wir drauf. In der Pfalz ist wahrscheinlich weniger Autoverkehr, oder? Ach, in der Pfalz ist herrlich. Wir fahren gar kein Auto. Wir fahren noch mit Kutsche. Mit Kutschen? Mit Kutsche. Alles klar. Alles bestätigt. Du hast ja, aber du machst ja auch letztendlich in der Öffentlichkeit keinen Hehl daraus, was du letztendlich schon alles. Du bist jetzt 25, ich bin 38. Also du siehst aber auch noch aus wie 25. Das ist aber sehr niedlich. Was ist denn da los? 26 hätte auch gereicht. Also, ja. Aber ich habe gelesen, eine Zahl, wo ich mir auch dachte, wow, okay, 2280 Frauen. Ja. Bist du da irgendwie mit der Zahl ausgerutscht oder ist nein, es nein. 2280 Frauen? Die liebe Promi-Flash hat ja, ich muss da wirklich lachen, weil das so eine Idioten sind, ne? Ja. Die liebe Promi-Flash,
Die hat die Rechnung gemacht, ja, wenn er mit dann und dann sein erstes Mal hätte und der Tag hat so, ist es ja so viele Tage, dann kann er ja aber nur hier so und dann müsste er und bla 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 bla. Ja. Dummes Gelaber. Ja, es gab, als Pornodarsteller wurde ich in Swingerclubs gebucht, wo ich dann ja, sämtliche Frauen beglücken musste. Und da waren halt auch mal 60 Frauen. Okay. An einem Abend keine Seltenheit. Ja. Ja. Natürlich bin ich nicht bei allen 60 Frauen gekommen, aber da habe ich mich erst letztens mit einem Sternreporter darüber unterhalten. Er so, ja, dann war es ja aber eigentlich kein Sex. Ich so, ja, wenn deine Frau jetzt hinkommt und sagt, er hat ja nur mal kurz reingesteckt, dann ist es auch kein Fremdgehen. Also, natürlich. Und von dem größten Teil weiß ich dann sogar den Namen oder wusste den. Und da habe ich halt eine Liste gemacht. Und ich habe mich ja selbst erschrocken. Ne? Ja. Und im Swingerclub kann ich mir natürlich nicht jeden Namen merken. Da habe ich dann einfach Strichlisten. Ich wusste ja, okay, 60 Frauen waren da. Pop, 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 pop. Okay. Und so kommt diese Zahl zustande. Ja. Ja? Aber trotzdem war es keine Seltenheit, jeden Tag mit 1 bis 2 Frauen Sex zu haben. Okay. Ja. Was ein Muss war. Also eine war mal wirklich ein Muss. War ein Muss, ja. Also ich weiß, kann mich die letzten 3 Jahre, also sagen wir mal dieses Jahr jetzt ausgeschlossen, nicht erinnern, dass ich nur einen Tag keinen Sex hatte. Okay. Und wie lief's ab? In der Pornoindustrie, ganz kurz mal angerissen, wie läuft es da ab? Fungierst du da als Maschine, als sag mal ganz deutlich, als Fickmaschine? Ich bin oder ja sowieso eine Maschine. Bist du sowieso eine Maschine, auf jeden Fall, selbstverständlich. Der Junge ist eine Maschine, der tritt hier wie eine Maschine auch. Aber das ist doch, das muss doch, was macht das denn noch mit einem? Also wenn du es ist mir schwer vorzustellen. Also bei mir wird es nicht reichen für einen Pornodarsteller, aber... Ach Quatsch, warum soll es nicht reichen? Na, ich weiß nicht. Also 30 Zentimeter ist dann einfach zu viel. Ja, aber du kannst ja auch in deine Instrumente blasen. Dann das stimmt allerdings. Siehst du. ja, aber was macht das mit dir als Mensch? Wie lange hast du es gemacht in der Pornoindustrie? 3 Jahre. 3 Jahre? Ja. Okay. Und, war eine lange Zeit, ne? Also sehr schnelllebig. Ja. Und 79 Filme waren es genau gewesen, also knapp 80 Filme. Da. Ja. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja. Wissen das deine Eltern? Ja, war ja kaum zu überlesen in den Medien. Was glaubst du, haben die jemals einen Film gesehen? Nee, ich hoffe doch nicht. Okay. Was geht einem durch den Kopf, wenn man so sich denkt, okay, vielleicht haben es meine Eltern tatsächlich mal gesehen? Nee, klar, die Eltern haben kann mir nicht vorstellen, dass meine Mutter... Nein, das kann nee? Ich mir nicht. Okay. Auch beim besten Willen. Ich will mir das auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Würdest du das dir vorstellen wollen? Dass meine Eltern mich hier so auf dem Fahrrad sehen? Nein. Ich weiß es nicht. Pornoindustrie, das ist halt einerseits ein Schmuddel-Image, aber andererseits ist es ja letztendlich auch nur eine Lifestyle mittlerweile. Lifestyle. Wirtschaftsindustrie, ne? Also, es ist, Frauen, also ich finde es auch nicht schlimm. Es gibt ja sogar Hollywood-Filme, wo die Leute wirklich Sex vor der Kamera hatten, weil der Produzent und der Regisseur gesagt hat, es sieht sonst nicht authentisch aus. Mit hier wirklich ein... Bei den vielen Filmen läuft es so ab, du kriegst einfach so Panzertape einmal über die Vagina geklebt. Der Mann, der... Panzertape über die Vagina? Ja, einfach drüber geklebt, dass er halt nicht reinrutscht. Punkt. Achso, du meinst das in normalen Filmen, dass das halt letztendlich... Genau, aber es gibt auch normal... Bei 50 Shades of Grey, soweit ich mich dran erinnere, hatten die Darsteller Tatsache Sex. Okay. Oder dann gibt es hier eine Netflix-Serie, da siehst du auch richtig, wie er ihr über die Klitoris und über das Schambein leckt. Ja. Also, in dem Zuge kann ich sehr empfehlen, den ersten öffentlich-rechtlichen Pornofilm von Jan Böhmermann. Wer ihn mal suchen möchte, bitte. Sehr interessant. Ja, es ist ein Thema, was wirklich auch in unserer Gesellschaft, genauso wie du vorhin auch meintest, die Sexsucht wird einfach, sag ich mal, weggelacht oder weggeschmunzelt in Deutschland. Und auch, glaube ich, die Pornoindustrie an sich wird auch so ein bisschen einfach mal beiseite geschoben, weil es halt ein Schmuddel-Image hat, weil es... Aber die Venus ist voll. Die Venus ist voll. Messe in Berlin, Erotikmesse in Berlin. Die Erotikmesse in Berlin, die ist voll, ja. Ja. Und da sind nicht nur Darsteller vor Ort, da sind das fast halb Fernsehdeutschland. Ja. In den USA gibt es gar nicht. In den USA sind es ja richtig prominente Leute, die Pornos drehen. Dann lass uns doch mal so zum Abschluss, um den Bogen zu kriegen. Was wünschst du dir für deine Zukunft? Du bist jetzt 25, du hast dein ganzes Leben noch komplett vor dir. Du hast jetzt schon einiges erreicht. Was würdest du noch erreichen wollen? Was wäre jetzt dein Traum für die nächsten Jahre? Ach, noch eine Frau und 3 Kinder. Das wäre ganz schön. Ja, aber, 3 Kinder, du? Aber keine Trillinge, weil das rentiert sich ja nicht. Rentiert sich nicht? Nee, warum rentiert sich denn nicht? Ja, so kannst du dann 3-mal jetzt. Wenn du Trillinge hast, kannst du nur 1-mal. Ne? Verstehe. Dann ist die Sause durch. Und
musikalisch vielleicht noch Träume oder filmerisch hast du irgendwie Netflix-Serie oder was kann da noch kommen? Da bin ich Tatsache gerade dabei. Da habe ich eine Hauptrolle in einer großen Streaming-Form-Serie. Okay. Fängt die dann auch mit N an oder ist das eine andere Streaming-Plattform? Gegebenenfalls, eventuell. Aber das freut mich sehr. Also die Anfrage, die hat mich tierisch gefreut. Ja. Tierisch, unheimlich. Ja? Okay. Und musikalisch, ja, einfach worauf ich Bock habe. Ich bin ein Mensch, das eine ist meine wirtschaftliche Seite, das ist mein Unternehmen, das läuft. Und das andere ist einfach, ja, so worauf ich Bock habe. Und ich mache, worauf ich Bock habe. Es ist ja, das Thema hatten wir ja privat jetzt schon mal angesprochen. Es lag nie daran, dass ich nie Anfragen hatte von den ganzen Reality-Formaten oder so. Ganz im Gegenteil. Ja. Ja, bei so einen Schlagzeilen wären die froh, wenn ich in der Sendung wäre. Aber ich wollte es nie. Okay. Und auch dieses Jahr kamen wieder ewig viele Anfragen und vielleicht sieht man mich dieses oder nächstes Jahr in dem ein oder anderen Format. Achtung, wir haben Rot! Ja, wir haben Rot, Tatsache. Nee, das freut mich wirklich. Janik, es war eine schöne Runde. Auf jeden Fall. Wir haben wirklich viel von Berlin gesehen. Ich war genau dahinter. Anstrengend. Ging es in die Beine? Ging in die Beine, ne? Ja, es ging ein bisschen in die Wade. Die Hose ist jetzt kaputt. Vorhin war sie noch heil. Jetzt ist sie kaputt. Nein. Aber jetzt haben wir Grün. Jetzt haben wir Grün. Oh. Wir fahren mal hier. Da gibt es übrigens einen guten Döner, den habe ich vorhin gegessen. Hast du vorhin Döner gegessen? Okay. Ich habe vorhin Döner gegessen. Es gibt natürlich in ganz Berlin überall gute Döner. Überall lecker. Und hier gibt es auch noch einen sehr guten Döner, also wenn man möchte. Ja. Es war mir wirklich eine Ehre. Sehr, sehr schön. Mir war es auch eine Ehre. Schön, dass du die Runde mitgebracht hast. Dieses Thema auch mal angesprochen hast. Ich finde es toll, wenn man darüber mal sprechen kann, darüber diskutieren kann. Ich hoffe, dass es auch wirklich mehr in die Öffentlichkeit getragen wird, damit den Menschen, Männern, Frauen, je nachdem, natürlich allen oder diversen geholfen wird. Jetzt fahren wir aber noch die eine Ehrenrunde. Für dich fahre ich eine Ehrenrunde. Sagt mir ja auch Rondell. Ja, das ist so fast ein Rondell, so ein Halbrondell. Guck mal, gar nicht so ganz rund. Bei uns wäre es ein halber Kreisel. Ja, nochmal danke für das wunderbare Ständchen. Das war mir eine Ehre. Und ja, ich hoffe, wir hören bald mehr von dir. Auf jeden Fall. Gerne natürlich auch immer positiver Art und viel Glück. Das war WIP-Velo, die klimaneutralste Talkshow der Welt. Heute mit Janik Rubeck. Guckt an, wir verlinken unten alles und beschäftigt euch auch mal mit dem Thema Sexsucht. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Und wer in der nächsten Folge dran ist, ihr werdet sehen. Bis dahin, Janik Rubeck und das war WIP-Velo. Das war Elia und bis dahin, tschüss. Und eins nicht vergessen, abonnieren. Ja, abonnieren und auch die alten Folgen anschauen, weil die letzten beiden Staffeln, die waren... Ich hab sie alle geguckt. Hast du alle geguckt? Alle. Du warst das, sehr gut. Alle. Ja, mit Oli P. vor allem, sehr schön. Mit Oli P. Ja, das war super. Ja, Heimatgefühl. Alles klar. Bis dann. Tschüss.